Okay, das ist ja der, von dem wir jetzt gerade kommen. Nee, 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 nicht zurück. Moment, machen wir anders. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung wir müssen, damit wir... Ich habe ja immer das Gefühl, wir brettern da gleich voll rauf, ne? Auf die Oberfläche. Ach, das war der. Okay. Ich glaube, hier hatten wir schon mal kurz rauf geguckt, ne? Oder? Doch hier, das war doch der. Leichte Schräglage haben wir hier. Immerhin gibt es hier aber Bäume. Okay, hier waren wir noch nicht drauf. Reichhaltig, gewöhnlich, okay. Viele Pflanzen, gewöhnliche Tier vorkommen. Okay, wir nehmen uns auf jeden Fall erstmal Kohlenstoff mit. Und wir gucken einmal, ob wir die Bäumchen scannen können. Können wir. Sehr schön, dann können wir hier jetzt auch wieder ein bisschen scannen. Das finde ich gut. So, den da auch oder ist das bloß ein toter Baum? Dauert einen Moment, aber es geht denn los. Okay. Gut, hier müssen wir aufpassen, weil wir schnell frieren. Oder was heißt, weil wir schnell frieren, weil es hier ziemlich kalt ist. Würde mal sagen. Achso, nee, das ist ein anderer Planet. Es ist ein bisschen schwierig, dass ja auch von den anderen Planeten noch was angezeigt wird. So, ich flatter hier mal ein bisschen rum. Guckt mal, da haben wir schon mal ein Fragezeichen auf der Karte. Ja, ein bisschen schneller. Danke. So, Tiere kann ich von hier aus jetzt leider noch nicht sehen, aber ich hoffe, dass wir da auch noch so ein, zwei finden. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Ansonsten ist das ja auch eher wieder ein recht, ja, kalter Planet im wahrsten Sinne des Wortes. Na gut, mal gucken, was es hier so gibt. Und wir müssen den Planeten natürlich noch benennen. Wie benennen wir den denn mal? Noch habe ich gerade keinen Plan. Zum Öffnen der galaktischen Karte im Weltraum M drücken. Gut, machen wir auch gleich mal.
Ich dachte jetzt, die Tür wäre auf dieser Seite. Na toll. So, was suchen wir uns hier denn? Ein Außenposten? Bringt uns wahrscheinlich noch nicht so viel, da wir noch nichts können. Ich bin am Überlegen, uns einen Monolithen zu suchen, oder... Ja, ein Unterschlupf. Weiß ich nicht, ob uns das so viel bringt. Ich suche uns erstmal einen Unterschlupf. Ich glaube, danach haben wir noch nie gesucht. Wir haben bei der Übertragung ab und zu mal einen gefunden, aber so sinnlos sind die Unter... Was ist die Mehrzahl von Unterschlupf? Wo soll der sein? Es ist jetzt nicht wirklich genau dieser hier gemeint, oder? Das ist jetzt ja wohl ein schlechter Scherz. Ich wähle nie, nie wieder den Unterschlupf. Wie blöd. Ich habe das Gefühl, manchmal wiederholen die Dinger sich, dass wir nicht immer was Neues finden, sondern... Oh, hier haben wir eine Kiste noch nicht gelootet. Wie kann uns denn das passieren? Okay, toll. So, dann nochmal hier rein. Oh, ich möchte gerne wieder auf einen freundlichen Planeten. Und ich möchte mal kurz gucken. Technologie aufgeladen. Einmal kurz gucken. So. Achso. Und den Anzug konnten wir, glaube ich, auch mit Kohlenstoff aufladen, ne? Achso, aber so viel fehlt da gar nicht. So, dann will ich jetzt mir nochmal kurz den Stack voll machen. Also mit dem Unterschlupf fühle ich mich jetzt völlig verarscht. Wir haben jetzt schon wieder einen neuen Stack angefangen. Naja, gut. So, ja, wir sollen jetzt... Atlas sagt uns, wir sollen den Hyperantrieb aktivieren. Ich überlege gerade, ob wir das wirklich mal machen. Weil wir ja gesagt haben, der Atlas soll uns führen. Und deswegen bin ich auch nachher dem Sendesignal wieder gefolgt. Von daher muss ich den jetzt einmal aufladen. Achso, Warpzelle, richtig. Die muss ich ja erstmal herstellen. Dafür muss hier mal kurz was weichen oder können wir es auch so machen? Eigentlich sollte das auch so gehen, ne? So, Warpzelle können wir herstellen. Wie viel Tamium haben wir jetzt noch? Ja, nicht mehr so viel, aber es geht noch. So, aufladen. Was? So ein bisschen nur? Ist dem Fregge bewusst, was wir für diese scheiß Antimaterie bezahlt haben? Oh, das ist ja unglaublich. Naja, gut.
Ab ins All und die Karte öffnen. Das hier war ja sowieso nicht mein favorisiertes Ziel. Eine Raumstation sollten wir da auch noch irgendwo haben, ne? Beweg dich nicht so träge. Ich sehe hier gerade gar nichts. Achso, von da kamen wir ja. War ja auch nicht der schönste Planet, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ah, nein. Welcher Planet war das da hinten? So ein bisschen die Befürchtung. Och Mann. Also dieses Wanken hier, das ist ein bisschen schwierig. Achso, okay. Wir müssen hier erstmal kurz dran vorbei. Dann können wir den gleich starten. Hoppala. Ich hoffe, man hat meinen Wecker nicht gehört. Beziehungsweise meine Erinnerung nicht gehört. So, wir sind gleich vorbei. Wir können gleich den Impulsantrieb starten. Ach, da unten ist die Raumstation. Ah, und ich glaube, das hier ist mein erster Planet. Bin mir gerade nicht sicher. Moment, wie hatte ich den denn genannt? Doch, hier, der mit den ganzen Tieren und so. Da wollten wir ja nochmal gucken, ob wir das voll bekommen, ne? Beziehungsweise ich wollte das. Den müssen wir auch nochmal umbenennen. Ich weiß aber jetzt gerade nicht genau wie. Oh, Moment. So. Warum sind die eigentlich rot? Die sind doch hochgeladen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen. So, wir tun jetzt erstmal das hier. So, das ist dieses Sternsystem. Okay, so lenke ich hier irgendwie. Alles unentdeckt. Zu weit zum Springen, okay. Steht da also auch noch bei. Bis hierhin könnte ich sogar noch. Das ist aber... So, und jetzt sind wir wieder hier. Drei Planeten, ein Mond. Wir haben noch nicht mal alles entdeckt. Anscheinend. Oder? Ich glaube, wir haben die drei Planeten, aber den Mond noch nicht. Wenn wir hier so weitergehen, was ist... Achso, dann können wir uns... Oh Gott, dann können wir uns so umgucken. Da finde ich mich ja dann nie wieder. Okay, und weiter kommen wir nicht. Nein, bevor wir hier rausgehen, möchte ich gerne einmal schauen, dass wir zumindest auf unserem Heimatplaneten diese... Naja, halt diese Sammlung einmal komplett bekommen. Einfach, damit wir das einmal haben.
Ich weiß nämlich nicht, ob ich das später noch machen werde auf einem Planeten. Und unser erster Planet, der war so schön, da kann man das ruhig machen, weil da kann man sich echt aufhalten. Und nach dem, was ich jetzt eben auf dem Planeten gesehen habe, also nicht auf dem, wo wir gerade jetzt herkommen, wo wir nur 2 Sekunden waren, sondern auf dem davor, da kann man sich ja echt aufhalten. Und so genau haben wir durch Raumschiff reparieren und erstmal alles lernen und so, haben wir das ja gar nicht so genau gemacht. Von daher möchte ich da jetzt einfach nochmal rauf und nochmal gucken, ob wir da noch irgendwas lernen können. Ob wir dann jetzt noch irgendwas finden, damit wir diese Sammlung vollständig kriegen. Oder ob das vielleicht auch gar nicht so leicht ist, wie ich mir das halt so denke. Das ist schlichtweg was mich jetzt nochmal interessiert. Weil, ganz ehrlich, klar kann man jetzt von Planet zu Planet, ohne irgendwas jetzt wirklich sinnvoll zu tun, und einfach nur hin und her springen zwischen den Sternsystemen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da sehe ich denn so ein bisschen den Sinn nicht drin, denn man will ja schon... Ja, denn auch die Planeten wirklich entdecken, sehen, was es da gibt und alles so ein bisschen lernen, sei es jetzt die Sprache oder sei es jetzt halt Technologien oder whatever. Und von daher, ja, möchte ich das hier jetzt mal machen. So, wenn wir das hier haben, beziehungsweise feststellen, okay, das ist alles nicht ganz so leicht wie gedacht, dann springen wir auch sofort mal in ein neues... Sternsystem, aber das möchte ich jetzt echt gerne nochmal probieren. So, und dafür werde ich jetzt einmal genau hier landen. Sagen, hier war es doch nicht kalt. So, seht ihr? Und schon entdecken wir hier nämlich auch wieder Neues. So, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das dann reinzählt, was wir brauchen, aber gehört ja nun mal alles dazu. Und wir können das alles hochladen, was natürlich auch richtig super ist, weil das denn wieder Geld gibt. So, alles super sinnig. So, ich denke mal, die Pflanzen, die werde ich einfach so hochladen. Wie sieht es hiermit aus? Selbst die Dinger hier kann man analysieren.